Gehen wir erst nach links oder nach rechts? Erstmal nach rechts. Ja. Richtig. Geil. Guck dir das mal an. Oh mein Gott. Da geht hier in alle Richtungen hier. Alter, wie geil. Guck mal, da hinten haben wir auf einmal Stein. Aha. Und das zu. Guck mal, wie lange schon keiner mehr hier war. Hier sind teilweise noch Waffen. Ja. Richtig krass. Guck mal hier, das ist der Stein. Warum ist das denn so hell? Der ist ein Notausgang. Alter, guck mal. Nimm's auf. Oh, Spinne, Spinne, Spinne. Ja, hier. War hier schon mal einer drin? Gut. Oh, ist das tief. Da wird der ganz drauf. Achso. Alter. Kommst du vielleicht mit? Nein. Mach hier, ich mach rein. Oh mein Gott, bitte. Oh. Warte, ich stehe dir super. Geil, oder? Alter, wie geil. Oh, oh mein Gott. Warte. Ich schätze, die haben wir in der Nähe. Man muss schon teilweise gefühlt hier. Alter, was ist da an der Sie können gerne jetzt den Bunker betreten. Na dann, let's go. Let's go. Also, herzlich willkommen zu einer neuen Episode Schlachtfeldregierung. Das war gerade der Carsten von dem Kanal Lost History. Auch sehr zu empfehlen, kann ich absolut empfehlen. Auf TikTok, Instagram und YouTube mit dem Namen Lost History. Wir befinden uns heute in einer Großstadt in NRW und haben den Einstieg gewagt in einen Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg. Und dieser Bunker hat es wirklich in sich, denn er ist riesengroß. Und das Bewundernswerte ist, dass er überall diese Stalaktiten und Stalagmiten hat. Und die Ausbauform ist wirklich sehr spannend. Hier zum Beispiel sehen wir einen halbrunden Ausbau. Ich würde sagen, der ist ungefähr 5 Meter breit. Die Qualität des Mikros ist aufgrund des Standardmikros heute leider nicht so gut. Wegen der Wasserverhältnisse muss ich leider mit dem Mikro gerade arbeiten. Ich hoffe, es geht aber trotzdem. So, schaut euch das mal an. Richtig krass. Wurde klassisch genutzt für den zivilen Luftschutz. Die deutschen Städte wurden ja ab 41, 42 permanent aus der Luft bombardiert. Und dann hat man die Zivilbevölkerung in Sicherheit gebracht. Und das hat man in Hochbunkern getan, aber auch häufig in sogenannten Tiefbunkern. Und wir befinden uns hier in einem wirklich krassen Exemplar. Weil, wie ihr seht, haben wir hier verschiedene Ausbaustufen. Das ist komplett entsprechend mit Stein ausgekleidet. Dann haben wir hier betonierte Teile mit Schalung. Und hier haben wir sogar tatsächlich noch den originalen Stein. Und hier haben wir eine Höhe von ungefähr 2,10 Meter
10, 2,20 Meter. Und hier haben wir locker 3,10 Meter. Und der Bunker ist auf jeden Fall noch nicht häufig besucht worden. Das zeige ich euch gleich anhand der Fußspuren. Hier kann man noch die Originalwandverkleidung sehen. Schaut euch das mal an. Der war also auch ausgekleidet. Es hat anscheinend auch, Teerpappe könnte das sein. Das hat anscheinend auch gebrannt. Und hier, ja, man sieht, es ist geschmolzen. Und auch schon komplett vermodert. Wir können hier noch einige Flaschen aus der damaligen Zeit erkennen. Manchmal kann man, hoppala, manchmal kann man noch die alte Jahreszahl sehen an dem Flaschenboden. Deswegen gucke ich immer mal nach, aber in dem Fall leider nicht. Und es lohnt sich in Bunkern immer auf den Boden zu gucken, weil man noch alte Relikte finden kann. Das zum Beispiel könnte das Rad eines Kinderwagens sein. Eine Flasche Bier. Weitere leere Flaschen, sogar mit Verschluss oben drauf. Ein alter Schuh, der darf natürlich in keinem Bunker fehlen, obligatorisch mittlerweile. Auch hier eine alte Weinflasche. Made in Belgium. Also vielleicht gab es auch eine Nachkriegsnutzung. Eine Weißweinflasche. Und eine Flasche. Und hier haben wir sogar noch, oh krass, schaut euch das mal an, ein altes Porzellan. So, gehen wir weiter. Wieder eine alte Flasche auf dem Boden. Auch diese Stalaktiten und Stalagmiten. Ich kann mir leider immer nicht merken, welche von oben nach unten und welche von unten nach oben wachsen. Ihr seht selber, im direkten Gang ist keine abgebrochen. Es gibt sogar welche, die berühren fast den Boden. Heißt auf jeden Fall, hier ist auf jeden Fall entweder schon lange keiner mehr durchgelaufen oder die Personen, die hier durchgelaufen sind, haben sich wirklich Mühe gegeben, dass sie die nicht berührt haben. Und schaut mal hier, das ist ja wohl abnormal. Es gibt tatsächlich welche, die haben den Boden berührt. Wunderschön. Guckt euch das mal an. Auch hier wieder links einer, der den Boden berührt. Unglaublich. Wirklich ein tolles Stück Geschichte. Und hier guckt mal auf den Boden. Guckt wirklich mal genau hin. Es gibt hier einen kleinen Gang von 50 cm, wo ein paar Stiefelabdrücke sind. Der Rest ist aber komplett nicht begangen. Das bedeutet, vor uns waren vielleicht eine Handvoll Menschen hier. Und wir. Das bedeutet, dieser Bunker ist seit Jahren, höchstwahrscheinlich seit Jahren verschlossen gewesen. Weil die Leute, die jetzt drin waren, waren vor kurzem hier. Unfassbar. Also ein Relikt aus längst vergangener Zeit. Bin total begeistert. Hier links ist ein Blindstollen, vermauert mit Backstein. Wer weiß, ob es dahinter noch weitergeht. Und hier haben wir unseren Einstieg bzw. Ausstieg, den wir theoretisch nehmen könnten. Aber ich zeige euch, warum wir uns für den anderen entschlossen haben. Hier, die machen auf jeden Fall noch einen guten Eindruck. Aber schaut euch mal die Höhe an. Da, Hammer, oder? Das sind locker 15, 16, 20 Meter. Unglaublich. Ja, haben wir nicht gemacht. Auch hier, guckt auf den Boden. Ich erzähle keine Scheiße. Es ist wirklich so, dass hier noch nicht viele Menschen waren. Abnormal. Guckt euch das Bild an. Wunderschön. Und hier auch wieder Naturstein. Hier haben sie sich keine Mühe mit der Höhe gemacht. Hier muss ich wirklich den Kopf einziehen. Und das sieht auch
sehr interessant aus. Wir haben uns das gerade schon angeguckt. Wir fragen uns, warum diese Bereiche von dem Stein weiß sind. Man kann es wegnehmen. Ich zeig euch das mal ganz kurz, ob ich hier, da zum Beispiel, nee, das ist nicht. Dann muss ich jetzt zurückgehen. Und hier haben wir mit Backstein ausgekleidet. Also total viele unterschiedliche Bauarten in einem. Und hier haben wir wieder Naturstein. Und hier haben wir betoniert mit Schalung. Und guckt euch das mal an, wie groß das einfach ist. Schöne alte. Boah, die Frage ist, ob das mal tiefer war früher. Das könnte mal viel tiefer gewesen sein. Und die Schlacke ist einfach nur irgendwann mal immer größer und größer geworden. Beziehungsweise höher und höher. Wieso wollte ich denn hier noch lang? Alte Dose. Nichts drin. Leute, das Ding ist einfach nur riesig und gigantisch. Aber hier ist tatsächlich ein Ende. Auch wieder zugemauert. Beziehungsweise der Abschluss. Tolles Ding. Ich will euch hier noch mal ein paar Details zeigen. Von der Bunkertür mit Sichtfenster. Rohr. Boah, richtig lang. Wer weiß, wo das hinführt. Krass, da hinten ist er mit der roten Lampe. Mega aus. Warte mal kurz. Der Kollege ist noch drin. Der macht noch ein bisschen Zeitrafferaufnahme. Auch eine geile Idee eigentlich, um ein Video abzuschließen. Ich nutze die Gelegenheit, euch ein wenig den Rest des Bunkers zu zeigen. Also richtig Geschichte ist natürlich immer, wenn man in den Bunkern noch was findet. Aber das mit dem Wasser ist natürlich auch schon sehr geil. Oh, hier ist sogar ein bisschen rutschen. Also jetzt gerade wieder Flughöhe. Und hier, Leute, das ist der Ausgang. Hier, da ist der Gullideckel auch auf. Zeige ich jetzt nicht, sonst haben wir das Problem, dass wir gleich draußen alles taghell machen. So, also, ich nutze jetzt die Gelegenheit, Adieu zu sagen. Ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen. Mir hat es mega Spaß gemacht, einen Bunker zu finden, der wirklich selten überhaupt besucht wurde, der schon lange, lange zu war. Wie lange genau, das weiß ich nicht. Ich habe keine Fotos vorher im Internet gefunden. Und ich weiß von einer Handvoll Personen vielleicht, lass es 7 Stück gewesen sein, die hier drin waren. Das bedeutet jetzt, Bauwerk, dieser Bunker ist auf jeden Fall noch extrem selten und fast unberührt. Ja, in diesem Sinne, wenn euch so ein Content gefällt, lasst mir gerne ein Abo da, kommentiert fleißig, gebt mir ein Feedback, wie euch das generell gefällt, auch wie mein Kanal euch gefällt. Ob ich mal was anderes machen soll, außer Bunker, Erster Weltkrieg zum Beispiel, Schlachtfelder, irgendwelche Museen. Gebt gerne Tipps, würde mich freuen, wenn ihr da ein paar Anregungen lasst. Alles klar, ich bin raus, euer Random Life, bis dann. So. Und klettern wir in die Region. Oh.
Boah, das ist ein bisschen hell, oder?